Fragen anzusprechen. Das Geld, das wir heute so verwenden, ist kein positiver Wert, sondern es sind Schuldscheine, die für sich wieder verzinst sind. Banken und Sparkassen, die einen Kredit vergeben, verleihen nie Geld, das vorher schon vorhanden war, sondern sie erzeugen im Kredit neues Geld. Durch die Vergabe der Kredite entsteht Geld und durch die Tilgung verschwindet es wieder. Das bedeutet aber, wir haben gar keinen Geldkreislauf. Ja, er beginnt bei der Bank und endet dort wieder. An und für sich wäre das auch nicht so ein Problem, wenn es nicht verzinst wäre. Für die Zinsen werden die gesetzlichen Zahlungsmittel nämlich nicht erzeugt. Das ist der systemische Fehler. Und so kommt auch die Konkurrenz in das Wirtschaftssystem, denn alle Menschen in der Wirtschaft müssen sich gegenseitig Geld wegnehmen, um Zinsen zu bezahlen und kriegen doch immer wieder nur das Kreditkapital eines anderen Menschen. Zinsen sind in diesem System, wenn es so gemacht ist, systemisch gar nicht bezahlbar. Der einzige Sachwert kommt immer nur von der Sicherheit des Kreditnehmers. Und da der Kreditnehmer in Summe Kredit plus Zinsen nicht rückzahlen kann, muss er auch insgesamt seine Sicherheit verlieren. Und deshalb ist das ein Enteignungssystem. So ein Spiel funktioniert immer nur ein paar Jahrzehnte und dann bricht alles zusammen. Und in der Vergangenheit hat man das versucht, durch Kriege zu lösen. Weil ein Krieg ist immer eine so schlimme Katastrophe, dass die anderen Probleme, vor allem die, die zum Krieg geführt haben, dann einfach vergessen werden. Die Bevölkerung wird abgelenkt, sieht nicht den Kern der Probleme und kämpft um das nackte Überleben. Das bedeutet aber, dass unser Geldsystem nicht naturgesetzlich ist, sondern eine politische Entscheidung. Auch die Existenz von Banken, wie wir sie heute kennen, ist Politik und daher politisch, friedlich, demokratisch änderbar. Was wir daher benötigen, ist ein anderes Gesellschaftssystem. Ein System, in dem vor allem Wissen und Bildung an der ersten Stelle steht und dort an der allerersten Stelle die Herzensbildung. Wir brauchen emotionale und soziale Kompetenz an der allerersten Stelle. Und dann kommt die freie Bildung für die breite Öffentlichkeit. Denn nur dadurch, dass in den Schulen und den Lehrprogrammen diese Fakten euch vorenthalten wurden, über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg, konnte es zu dieser Situation überhaupt kommen. Wenn wir nicht mehr um Zinsen kämpfen müssen, dann können wir in der Wirtschaft kooperieren. Wir arbeiten dann zusammen. Wir geben unser Wissen weiter, wir unterstützen uns gegenseitig, wir produzieren nachhaltig und ökologisch und verteilen nach menschlichen Regeln und nicht nach den Regeln des Zinseszins. Das ist eine ganz einfache Möglichkeit. Daher, liebe Freundinnen und Freunde, lasst euch auf gar keinen Fall zur Gewalt hinreißen oder dazu aufhetzen. Es ist eine ganz alte Methode, dass man Bewegungen, die bessere Ideen haben, durch Agent-Provokateur oder bezahlte Terroristen verunglimpft. Leute, die gar nicht zu euch gehören, die sich unter euch mischen und ganz plötzlich Gewalttaten begehen, sind dann immer der Vorwand, dass man gegen eine friedliche, gute Organisation, eine große Menschenmasse mit Gewalt vorgeht. Und das darf nicht passieren. Was wir hingegen benötigen, ist eine völlig andere, neue Form von Politik. Eine Politik, die auf den Konsens zielt und nicht auf den Konflikt. Was wir heute haben, sind demokratische Parteien, die gegeneinander arbeiten. Das heißt, jede Partei vertritt immer nur die Interessen einer kleinen Minderheit
gegen den Rest und das muss natürlich immer die Mehrheit sein. Aber was ist das für eine Demokratie, wo jede Gruppe versucht, ihre Minderheitsinteressen gegen die Mehrheit durchzusetzen? Das sehe ich nicht als demokratisch an. Die Demokratie, von der ich träume, ist eine Konsensdemokratie. Man versucht, den Bereich zu identifizieren, wo wir alle übereinstimmen, und in dem Bereich werden Handlungen gesetzt. Dort wird gehandelt, das können wir dann, weil dort sind wir einer Meinung. Im Dissensbereich, dort wo wir nicht übereinstimmen, dort können wir beliebig lange diskutieren. Und wenn es keine Entscheidung gibt, dann gibt es keine und wir gehen wieder nach Hause. Aber wir diskutieren offen, ehrlich, ohne Ausgrenzung. Das ist ganz wesentlich. Und das Ziel der Diskussion darf es nie sein, andere von der eigenen Meinung zu überzeugen. Jemand, der in den Dialog eintritt, in der Grundhaltung seine Meinung nicht zu ändern, der braucht den Dialog gar nicht zu beginnen. Ziel ist immer das Finden eines neuen Konsenses, denn dann können wir im Konsensbereich auch wieder handeln. Und wenn wir so die Politik neu begreifen, dann haben wir die ganzen Probleme nicht, die uns seit Jahrzehnten am Hals hängen. Es ist also ganz einfach. Was wir also tun müssen als Bevölkerung und auch als Occupy? Wir benötigen ganz kurze, prägnante politische Forderungen, wie zum Beispiel, wir wollen ein Menschenrecht auf ausgeglichenen Wohlstand. Demokratie beginnt mit einem demokratischen Geldsystem. Mit freien Medien! Ja. Nie wieder die Ausgrenzung von Menschen, von Ideen, von Religionen und Menschengruppen. Und es wurde schon genannt, freie Information. Information, Bildung und Wissen muss frei sein, frei bleiben und für jedermann und jede Frau zugänglich. Und wenn wir es schaffen, Politik auf solche Fundamente zu stellen, dann ist es auch vollkommen egal, wie diese politischen Bewegungen heißen und von wo sie kommen. Denn sie werden auf jeden Fall im Konsens enden und dort zusammengeführt. Ja, deshalb dürfen wir uns auch nicht gegenseitig auf diesem gemeinsamen Weg ausgrenzen, sondern wir müssen uns alle die Hände reichen und in die gemeinsame Zukunft optimistisch schauen. Danke euch.